Hallo miteinander zum Regionalwetter am Montag, am 16. Oktober 2017. Ja, Hoch Tanja hat uns schon die letzten Tage ein paar traumhaft schöne Herbsttage beschert und auch in den nächsten Tag geht es noch einmal mit goldiger Oktobertag weiter. Morgen Dienstag starten wir mit ein paar lokalen Frühnebelfeldern, besonders im Vorderwald, im Bodenseeraum und im Unterland. Die lösen sich aber rasch auf. Und es wird noch einmal ausgesprochen sonnig und quasi wolkenlos. Lediglich über dem Rietal kann sich eine schwache Dunstschicht halten, aber die stört kaum. Temperaturen erreichen im Flachland am Nachmittag so zwischen 18 und 20 Grad und in mittlerer Lage erreichen wir teilweise 21 bis 22 Grad. Auch am Mittwoch geht es ähnlich mit Wetter. Da haben wir in der Früh im Rietal und im Flachland generell Frühwerte so zwischen 8 und 9 Grad und tagsüber 18 bis 20 Grad. In der Früh sind nochmal ein paar lokale Nebelfelder anzutreffen, aber auch die lösen sich rasch auf. Tagsüber sind am Himmel ein paar harmlose Schleierwolken zum Sehen. Ja, und am Donnerstag, da sind wir jetzt noch nicht ganz sicher, da dürfte das Hochdruckgebiet langsam ein kleines schwächeln und es dürfte ein kleines Wolke am Himmel sein und tagsüber dürfte allmählich eine leichte oder mäßige Föhnströmung aufkommen, welche besonders der Berg wieder für lebhaften, teils sogar stürmischen Wind sorgen könnte. Temperaturen blieben weiterhin überdurchschnittlich warm. Ja, mit der Aussicht verabschiede ich mich auch schon wieder von euch und wünsche euch noch einen schönen Wochenstart. Ciao miteinander.